Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid, ich hoffe es geht euch gut, ich wollte schon fast sagen, genauso wie mir, aber ich habe gerade mein Hextech-Opening aufgenommen, das heißt bei mir ist mein Magen noch ordentlich on fire, wortwörtlich kann man sagen, aber dennoch, heute geht es um ein doch relativ cooles Thema, und zwar Ameisen-Symbiose. Für alle, die das Wort Symbiose nichts sagt, Symbiose bedeutet so viel wie ein Zusammenleben bzw. eine Gemeinschaft zweier verschiedener Arten. Ja, das heißt nicht, dass Fuchs Mama und Fuchs Papa zusammenleben, sondern dass zum Beispiel Fuchs plus Kuh. Ne? Das macht keinen Sinn und die leben auch nicht zusammen, deswegen ist es auch keine Symbiose. Es gibt ja beim Tierreich tatsächlich einige Symbiosen. Wir wollen heute die Ameisensymbiosen besprechen und da gibt es halt schon wirklich coole. Wir haben heute zwei auf dem Plan und zwar fangen wir an mit der ersten. Raupe. Jeder von euch kennt Raupen. Raupen, die fressen sich den ganzen Tag lang dick, verpuppen sich dann irgendwann und werden dann hoffentlich zu einem wunderschönen Schmetterling. Auch hier habe ich schon Videos gesehen, wo dann Wespen rauskommen mit Ei, egal. Das könnte irgendwann vielleicht mal, aber ich habe einfach alle Informationen. Aber, ja, auf jeden Fall eine Raupe. Die frisst sich ja sehr, sehr dick und auch eine Raupe hat sehr, sehr viele Feinde. Sie ist sehr groß, sie ist sehr clunky, so wie der neue Aardvark quasi. Kann sich sehr, sehr schlecht bewegen, sehr schlecht verteidigen. Also es gibt da auch Raupen, die sind da richtig on fire, aber naja, grundsätzlich ist es immer eine schwierige Geschichte. Raupen haben also viele Feinde. Wer allerdings ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr volksstark, on fire und hat richtig Bock? Ameisen. Ja, Ameisen sind en masse da, die können auch richtig gut kämpfen, wenn das so sagen möchte. Können die meisten Insekten durch pure, schiere Masse einfach besiegen. Und deswegen profitieren Ameisen und Raupen voneinander. Eine Raupe gerade, wie gesagt, wenn sie sich vollfressen will, ist das eins. Aber wenn sie sich verpuppt hat, dann ist sie halt, dann braucht sie irgendwie, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, aber bestimmt eine Woche oder länger, braucht sie kompletten Schutz. Ja, sie ist wie so ein Safcon, was nur Härtner machen kann. Und klar, irgendwann macht dein Pikachu nur noch einen Damage mit Tackle, aber du kommst irgendwann durch, ne? Auch wenn es lange dauert. Und dann kriegst du deine XP und dein Entgiftungs-Item oder was auch immer, Gegengift. Und deswegen musst du gucken, beziehungsweise muss die Raupe schauen, wie kann sie sich in dieser Zeit verteidigen. Und das geht ganz einfach, und zwar ist es ja bei uns, wenn du jetzt einen Club hast, wie lässt du ihn verteidigen? Mit Bodyguards. Wie kriegst du die Bodyguards dazu, deinen Club zu verteidigen? Indem du ihnen Geld gibst. Und deswegen bezahlt die Raupe die Ameisen. Das funktioniert so, dass die Raupe eine Art Honigtau, also ein sehr, sehr süßes Sekret, ja, auf Zucker und alles, was in der Richtung geht, fahren ja die Ameisen komplett drauf ab. Und deswegen stößt sie eine Art von diesem Honigtau-Sekret aus. Und also permanent, die ganze Zeit, als Bezahlung für den Schutz der Ameisen. Die Ameisen gehen natürlich komplett und feiern und sagen sich, okay, solange uns diese Raupe wirklich dieses, oder Kokon oder was weiß ich, dieses geile Sekret gibt, beschützen wir sie natürlich. Ist wie so eine Kuh, die ständig gemolken wird, ne? Du willst ja auch, dass es deiner Kuh gut geht, dass sie sich dick frisst, dass sie immer weiter produziert und so kann man das hier auch sehen. Ist an dieser Stelle, finde ich, schon mal eine ziemlich coole Mechanik auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir aber zu einer noch, wie ich finde, geileren Mechanik. Und zwar, klar, ich habe gerade das Beispiel mit der Kuh schon genannt. Kühe sind dafür da, dass wir nicht ständig rauslaufen müssen und irgendwie, keine Ahnung, eine wilde Kuh melken müssen oder vielleicht auch eine wilde Kuh jagen müssen für das Fleisch. Sondern wir haben eine Farm, wo wir ständig hingehen können und alles so ein bisschen im Griff haben. Und genau dasselbe machen auch Ameisen. Ameisen sind auch Farmer, kann man sagen. Denn Ameisen farmen Blattläuse. Ja, das sind so Schmierläuse. Ich denke mal, die meisten von euch haben das irgendwann mal in ihrem Leben gesehen. Wenn ihr durch den Wald rennt oder was weiß ich, da sind vor allem meistens diese Klebepflanzen. Da sind so unendlich viele kleine schwarze Pünktchen dran oder auch auf Sonnenblumen oder allen möglichen Zeugs. Ne, euer Papa, wenn der Gärtner ist, der macht das meistens nicht so gerne. Denn das sind ja eigentlich schon irgendwie so ein bisschen Schädlinge. Ich erkläre euch kurz ganz grob, wie das funktioniert. Viele denken nämlich, dass Blattläuse. Ja, also erstmal hat natürlich eine Pflanze eine Ader. Ne? Da fließt dann dieser Blut- oder Pflanzennektar, Saft, was auch immer, da durch. Ne? Die muss ja auch irgendwie irgend so ein Sekret haben. Also man kann es wirklich wie die Ader des Menschen vergleichen. Und da stechen die Blattläuse rein. Beziehungsweise die machen sich so ein Loch und dann stecken die dann Strohhalm rein, so gesehen. Und die saugen nicht, wie man das vielleicht denken könnte, sondern das fließt in ihren Mund. Ja, weil da einfach so ein hoher Druck in der Pflanze ist, dass das ständig in ihren Mund reinfließt und dadurch fressen die sich dick. Allerdings haben auch diese Blattläuse ein Problem. Denn es gibt sehr, sehr viele Insekten, die sich, das ist der Kreislauf der Dinge, der Natur, die sich von diesen Dingern ernähren und die auch snacken würden. Zum Beispiel Marienkäfer oder Ohrenkneifer und was weiß ich, da gibt es mir noch einiges bestimmt. Und die würden die dann essen. Aber, ja, die sind ja nicht doof, die Blattläuse, die wollen sich ja auch irgendwie verteidigen oder verteidigen lassen. Und zwar durch Ameisen.
Naja, hier ist das Prinzip im Prinzip so ähnlich. Das heißt, sie scheiden dann auch so ein Honigtau-Sekret aus, während sie dann da ihre Pflanze da aussaugen. Und dieses Honigtau, das ist wie, als wenn wir unsere Kuh melken würden, ja. Das wird die ganze Zeit ausgestoßen, das ist super geil. Und deswegen kümmern sich die Ameisen unglaublich krass um Blattläuse. Aber so richtig unglaublich krass. Wenn allerdings irgendwann der Punkt oder der Tag kommen sollte, an dem die Pflanze schwach wird und vielleicht sogar stirbt oder einfach das Sekret, das Nektar oder was auch immer das ist in der Pflanze geringer wird, dann ist der Druck in der Pflanze geringer und dadurch kriegen die Blattläuse nicht mehr so viel von dem Nektar in sich hinein und können dann auch nicht mehr so viel produzieren. Und das ist natürlich scheiße. Das ist so, als wenn wir eine Kuh, also wahrscheinlich so ein Biobauer, so eine Kuh draußen hat und die fressen das Feld leer und es ist kein Gras mehr da. Dann willst du natürlich die auf ein anderes Feld bringen, damit die wieder weiterfressen können. Und so machen auch die Ameisen das. Das heißt, die schnappen sich die Blattläuse und transportieren die dahin, wo der Nektar geil ist. Das heißt zum Beispiel zu einer anderen Pflanze, zu einem anderen Stängel oder wo auch immer. Am besten zu den, die suchen sich wirklich die allerbesten Orte dafür aus. So, die wissen die, die haben da so ein Gefühl für. Und dann setzen die dahin und dann produzieren die weiter wieder Nektar. Und dann werden die quasi gemolken, kann man so sagen. Das ist eine stabile, gute Nahrungseinkommensgrundlage für die Ameisen. Die müssen nicht ständig irgendwo durch die Gegend jiggern, sondern die farmen einfach. Und bei dem Ganzen ist es wirklich so, dass sie unglaublich auf diese Blattläuse aufpassen. Das heißt, wenn es zum Beispiel regnen sollte, dann, also richtig stark regnen sollte, dann bringen die Blattläuse unters Blatt oder irgendwo in Sicherheit, wo die nicht davon geschwemmt werden oder auch irgendwie, ja, weiß nicht, dass ihnen nichts passiert auf jeden Fall. Und hierbei ist auch ganz lustig, dass die kleinen Blattläuse, die sind natürlich nicht ganz so wichtig, die werden sehr, sehr oft dann zwischen den Mandibeln, also diesen Kiefergreifbeißern, getragen. Und die wirklich großen Blattläuse, die wichtigen Blattläuse, die Mütterblattläuse, die natürlich auch einen größeren Wert haben, die werden dann teilweise sogar auf den Kopf der Ameise transportiert, weil die einfach eine höhere Rangordnung in dem ganzen Ding haben. Und ich finde das einfach unglaublich interessant, wie ihr wahrscheinlich gehört habt. Ich hoffe, das war für euch auch interessant. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. Auf Wiedersehen, meine Freunde, und Tschüssikowski.